Saison 4 beendet mit Saarbrücken. Sind jetzt. Gehen wir hier rein. Ich würde auch nicht hier drin stehen. Aber. Ja, da gehen wir. Hier gehen wir gar nicht rein. Wir gehen ganz woanders rein. Wir gehen hier rein. Wir gehen hier rein. Denn. Wir haben geschafft. In der Bundesliga sind wir Dritter geworden. Das steht jetzt hier nicht, aber sind wir. Nicht Mikro umfallen. Wir sind Dritter geworden in der Liga und haben den DFB. Ich wollte gerade die Champions League sagen. Wir haben den DFB-Pokal gewonnen. Mega nice. Ja. Sieht man gute Statistik. 39 Spiele, 22 Siege, 9 Unentschieden, 8 Niederlagen. Ist eine geile Statistik. Wir haben aber auch eine richtig geile Mannschaft. Wir haben eine richtig geile Mannschaft. Ja. Finde ich auf jeden Fall. So. Jetzt haben wir ein bisschen zu tun. Denn wir müssen uns ja auch ein bisschen anpassen und gut werden. So. Angefangen mit ihm hier. Alvaro Ramírez. Den will ich unbedingt haben. Als neuen Innenverteidiger. So. Genau. Weil wir fangen jetzt erstmal damit an, unseren Kader durchzugehen und zu gucken, wen wir vielleicht verkaufen können. Aber vorher muss ich schon jemanden scouten. So, na komm. Das ist einer meiner absoluten Lieblingslinksverteidiger. Nuno Tavares. Den finde ich sehr, sehr nice. Wir brauchen dringend mal bessere Scouts. Wie viel Geld haben wir eigentlich? 100 Millionen! Meine Fresse! Okay, wir gehen hier rein. Und... wir müssen diesen Scout hier verbessern. Das heißt, er wird erstmal gefeuert. Also gleich. Wichtig. Kurz noch was bei WhatsApp zu klären. Alles klar. So, gehen wir erstmal jetzt in die Mannschaft rein. So. Ja, positionstechnisch einfach mal durchgehen. Im Tor ist eigentlich Krause gesetzt. Der muss auch eigentlich. Ja, das muss eigentlich bleiben. Wir warten jetzt hier noch auf den Rim eigentlich nach. Er wird nicht bleiben wollen. Aber wir müssen den Rim auf jeden Fall verleihen. Damit er Praxis kriegt und besser wird und vielleicht dann Stammtorhüter wird. Dann werden wir den Schuster als zweiten behalten und den Chevalier verkaufen. Links haben wir Agu, den möchte ich ganz gerne verkaufen und dafür den Tavares holen, wenn es dann geht. Den Netz müssen wir eigentlich schon fast verkaufen. Der ist übel unglücklich. Bei Aufversuchen und dann holen wir den Stein von der Leihe zurück. So. Diakite wechselt. Und der Alba irgendwas, der kommt dann. Das heißt, wir haben dann Uno, Dos, Tres, Cuatro. Uno, Dos, Tres haben wir dann. Die beiden verlassen uns dann noch. Und dann kommt noch ein neuer. Dann haben wir einer, dann haben wir so einen kleinen Konkurrenzkampf, ist aber okay. Außer wir kriegen ein richtig heftiges Angebot für Richards, dann nehme ich das an. So wird es auch wahrscheinlich kommen. Rechts haben wir Lemptey und Sessegnon, obwohl Sessegnon sehr unglücklich ist. Ich versuche den aber mal zu halten. So, Eckel soll jetzt wirklich endlich mal verkauft werden.
Und die beiden. Der Bäcker ist schon fast zu schlecht eigentlich. Aber lassen wir erstmal so. Bronze und Datucci, das bleibt auch. Baum wird ausgehen, das heißt Bruno und Cherky bleibt ja auch bestehen. Es wäre auch dumm, jetzt viel zu ändern. Es lief ja gut. Ne? Links die beiden. Da hätte ich eigentlich lieber noch für den Tier mal einen anderen. Da gucken wir nochmal. Habe ich schon bestimmt ins Auge genommen. Schauen wir mal. Rechts haben wir da Jakku und Marquez Gonçalves. Das passt auch erstmal. So, und Jung soll jetzt endlich mal verliehen werden, Alter. Das wäre so genial. Obwohl Burkhardt eigentlich übel unglücklich ist auch. Denke ich mal. Lassen wir trotzdem mal da. Ja, Winsheimer müssen wir eigentlich behalten. Ich guck mal, vielleicht finden wir da noch einen richtig geilen, den wir uns dann irgendwie leisten können. Denn... Moment mal. Ronaldo hat doch aufgehört, ne? Der müsste doch hier schon auftauchen direkt dann, oder? Ja. So, das heißt, du bist mal noch ein Stürmer, nach einem Portugiesen. So nicht. Der hat noch bei Piemonte gespielt, also Serie A. Ja, ist er. Den muss ich haben, aber ich kann noch nicht holen. Alter, diese Werte. Okay, den müssen wir auf jeden Fall holen. Dann werden wir Winsheim einfach noch so lange behalten, bis wir ihn holen können. Ihn möchte ich auf jeden Fall ganz gerne haben. Könnte ich ihn denn holen? Ja. Das ist schon mal gut. Ich könnte ihn holen. Ne? So. Wo ist er denn, der Messi? Das ist halt scheiße, ne? Also können ihn gar nicht mehr holen halt. Übel Kacke. Ja, was soll man machen? Den kriegen wir nicht. Den Messi. Für die linke Seite. Aber ich hätte schon irgendwie, ich weiß nicht. Ich gucke mir ganz Potenziale von den Spielern vorne an. Aber bei denen können wir gar nicht mehr gucken, ne? Also ich finde, da Jakku muss auf jeden Fall bleiben, weil er einfach so krass abgeht. Und wie alt ist er jetzt, der Jakku? 23 erst. Thielmann ist 22. Dann müssen wir erst den Vertrag verlängern. Dann können wir auch wissen, was für ein Potenzial der hat. Der bestimmt eine Menge mehr Geld. Ich fange mal hier an. Okay. Ja, okay. Der hat... Ich weiß nicht, ob das Potenzial ist, aber schwierig. Ich werde mal nach einem LF gucken. Vielleicht einen neuen. Der vielleicht ein bisschen mehr Potenzial in die Sache reingeht. Alles hier weg. Weg, weg, weg. Weltklasse. Warte mal, wir können doch auch einfach. Ah ne, dann kriegen wir. Ja, dann müssen wir. Nehmen wir einfach links Mittelfeld, komm. So, und dann machen wir nochmal. Rechts einfach auch. Können wir noch umwandeln dann im Notfall. Und dann machen wir auch nochmal den hier. Auch wenn das wahrscheinlich doppelt gemoppelt ist, aber naja. So.
kurz Angst bekommen, dass das hier Copyright-Musik ist, aber... Also ein Stern ist rausgekommen halt wirklich gar nicht, ne? Wo stehen wir denn mal hin? Vielleicht in Argentinien? So. Ich glaube, wir gehen erstmal weil ich könnte eigentlich auch. Alter, Ritter ist so viel wert, ne? Ich kann so viel Geld für den kriegen. Mal gucken. Ich werde ihn nicht zwangsläufig verkaufen. Ich will aber trotzdem. So, schauen wir mal. Boah, da passiert ein bisschen was, glaube ich. So, schauen wir mal rein. Ja. Ihre zuletzt zweimal Verträge. Ja. Manchmal muss das auch mal sein. Aber er geht ja vielleicht sowieso. Hier gucke ich nur, weil ich möchte ganz gerne den Tavares haben. Da bin ich schon ziemlich drauf aus. Gegen Leicester. Oh, da fehlen aber viele. Dass Horn noch kein Nationalspieler ist, ey. Mit 87er ZDM, hallo. Yogi. Guck ich das so gerne noch. Boosters, Alter. Okay. Premier League ist dann wohl doch ein ganz anderes Niveau. Aber es haben ja auch, wie gesagt, viele, viele gefehlt, ne? Wir haben jetzt noch ordentlich Kohle für Diakite zu bekommen. Was haben wir jetzt eigentlich auf dem Konto? 1-1, Alter. Oh Mann. Feuern. Gönnen wir uns mal richtig hier. Wir haben ordentlich Kohle sich gerade. Ja, komm, Alter. Wenn man sich sonst nichts gönnt. So, dann gönnen wir hier Italy. Jawohl. Und was fehlt uns noch? England. Und ein Freier für den Rest. Dann gucken wir, ob er schon was gefunden hat. Ja.
aber ich möchte ganz gerne was? Mason Greenwood. Ja, er ist halt für die rechte Seite, ne? Und ihn können wir nicht holen, weil er blöd ist. Und ich in diese Liga wechseln will. Aber ich würde gerne Messi holen, aber es geht nicht. Alle hier bei Bayern. Aber beobachten. Wer ist er, Alter? Ich glaube, wir geben Winsheim ab. Wer ist er denn? Kikonda. Haaland, Alter, 92. Meine Fresse. An jedem würde mich echt interessieren. Aber Kikonda müssen wir ja mal sowas von holen. Wer könnte denn das sein? Das ist doch kein Regen, oder? Ich check das einfach mal, ob wir den einfach tauschen können mit Winsheimer. Alter, Defensive. Also es ist nicht der Mbappé, das kann nicht sein eigentlich. Ja, doch, warum nicht versuchen? Der kommt da vorne auf jeden Fall in den Sturm dann rein, also das ist ja fest. Den müssen wir ja holen. Winsheimer ist auch schon 25. Der ist 101 Millionen wert? Bitte? Ja, dann müssen wir ein Tauschangebot. Ich mach's trotzdem. Einfach so tauschen. Oh, die sind nicht interessiert? Okay. Dann müssen wir erst Winsheimer verkaufen und dann können wir den holen. Alter Vater, aber der würde wechseln, das ist schon mal gut. Nicht so wie der Messi hier. Okay. Wir gehen das einfach mal ganz in Ruhe jetzt an. Winsheimer kommt auf jeden Fall auf die Transferliste. Habe ich den da schon draufgesetzt oder nicht? Nee. Also drauf mit dir. Oh, ey. So, wir müssen den guten Tavares nochmal scouten. Weil ich glaube, der ist jetzt dann rausgeflogen. Wie lange dauert es denn jetzt? Na, 20 Tage, immer noch viel, aber ist okay. Ach komm, Eckels, Alter, ist doch egal. Oh, Lamp, den soll ich vielleicht noch rausnehmen. Na, Das FIFA ist doch noch nicht so. Ach, guck mal, der ist eh raus. Der ist von Anfang an rausgeflogen. Heißt, die Fitness kickt auch nicht. Na, ist egal. Ist ja nur Vorbereitungsspiel. Pokal. Bis zum Bundesliga-Start müssen wir die Mannschaft noch umbauen. Wieso ist er froh? Ich sehe mich nur um. Ich habe den Nachfolger noch auf gar keinen Fall noch nicht gesehen. Oha. Sorry, du Model. Der Vorstand ist gerade nicht gut auf uns zu sprechen, habe ich das Gefühl. Was ist denn unser Ziel? Euroleague. Oh, ja moin. Viertelfinale in der Champions League, UEFA Europa League. Wir brauchen jetzt aber auch ordentlich neue Spieler. Vor allem müssen wir mal ein paar abgeben, aber es kommen ja keine Angebote rein.
Oh, was? Was? Ich sag mal nichts dazu, ne? Ich sag mal überhaupt nichts dazu. Oh, Ehrenmann. So. Das hat keiner gesehen. Das hat keiner gesehen. 16 Millionen! Was ist das denn gewesen? Alter! Das darf man überhaupt keinem erzählen. Ich check gar nicht, warum der ZOM mal war. Also der hat ja absolut die Außenspielerwerte, ne? Alter Vater. Ja, haben unseren neuen LF gefunden, würde ich mal so behaupten. Heißt mit anderen Worten, ciao Thielmann. Ach du meine Güte. Und das heißt, wir machen richtig krass Plus mit dem jetzt. Alter. Wir können so hart einkaufen nachher. Ich glaube nicht, dass ich heute eine ganze Saison schaffen werde. Einfach von der Zeit her nicht. Muss ich ja auch nicht. Ne? Aber ja, dann brauchen wir halt Ersatzspieler. 22 Millionen, können wir noch ein bisschen hochgehen. Der Rim ist aber auf der Leihliste, ne? Ja, okay. Auch S17 ist auch krank irgendwie, ne? Aber ich werde mir mal angucken, was wir so für Spieler haben. Die Spieler gebe ich mir doch mal. Unai Emery. Inaki Williams ist ja schon 30. Der sieht überhaupt nicht wie 30 aus, ne? Die haben Serda. Moment, ich bin in der falschen Karriere gerade. Den Chukwuezi, den hatte ich schon mal woanders. Ui, Alter. Willi Orban. Nee, Leute. Tauschspieler will ich nicht. Ich will 40 Millionen haben. Gib mal. Gib mal. Gib. Was geht denn jetzt ab? Scheiße, ich hoffe, wir kriegen den einen. Den Nuno. Stell dir mal vor, der will den Team wechseln. Stell dir mal vor, der will jetzt nicht wechseln. Was denn dann?
Na gut, der muss erstmal durchgehen, der Deal, ne? Aber trotzdem. Ich hab vor, der wechselt jetzt nicht. Was ist denn das dann? Das ist ja absolut Verarsche dann. Oh Mann, ich glaube, wir müssen so langsam auch mal einkaufen. Netz. Ey, 24 ist echt wenig eigentlich, ne? Da geh ich auch nochmal selber rein. Bin ja anscheinend der absolute Verhandlungskönig, ey. So, guck mal, was ist der Wert, ha? Der ist 90,5 wert, ey, komm. Gehen wir einfach 30. 30 Millionen. Auf den Tisch. Ja. Ey, pst, das darf echt keinem erzählen. Jetzt haben wir aber auch keinen Linksverteidiger mehr gleich. Dann werden wir die Steinleihe abbrechen. Ich bin mal gespannt, was der Tavares für ein Rating hat. Wäre schon gut zu wissen. Oh, boah, jawoll. Okay. Okay, wie gehen wir jetzt am schlausten an diese Sache ran? Wie gehen wir am besten an die Sache an? Hey, ich hab doch ein Ladekabel dran, hä? Wie gehen wir am schlausten an die Sache ran? Soll ich es übertreiben mal? Ich finde ja. Ich finde, ich soll es übertreiben. Okay, geht schon mal nicht raus. Ich gehe mal in 10er Schritten runter. Das ist nicht euer letztes Angebot, meine Freunde. Lieber Jürgen, das ist nicht dein letztes Angebot. Das kann ich dir versichern. Oh. War doch der letzte Angebot. Ja, komm dann halt nicht zu Liverpool. Aber ist auch ein scheiß Club. Nein, ich mag. Ich liebe Liverpool, aber trotzdem. Liverpool ist auslandsmäßig auf jeden Fall absolut mein Lieblingsverein. Agus verkauft. Okay. Nein, den hole ich auf gar keinen Fall. Nein, das wäre für sich Standard. Rotzig. Ich werde einfach nur den haben, ne? Also es macht halt einfach sonst keinen Sinn für mich, finde ich. Das ist halt nice. So, aber wenn wir jetzt auf jeden Fall schon mal holen. Ich setze schon mal. Ne, den Peter werden wir hier reinsetzen. Jetzt machen wir alles ganz in Ruhe. Wir haben doch Zeit. Wir haben doch alle Zeit der Welt. Weil wir werden jetzt einen Innenverteidiger schon mal holen. Wenn wir das schon mal erledigt haben zumindest. Hier, den Ramirez. Der ist auch nicht so teuer. Es geht klar. Hat Bono irgendwie Minus gemacht? Der hat doch mal eine 82, oder? Bin ich blöd. So. Bevor wir das jetzt wirklich machen. Alter. Heute irgendwie unspontan. So. Gehen wir nämlich hier in die Freigabesumme rein. When they see me pouring some more. Oh, then gets empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it. See what I see in it, I'm typical.